Ach Gott, ja, ich erinnere mich. Ja. Die waren so richtig schön verpeilt und verteilt. Ich bin außer Reichweite. Hat man immerhin. Also ich habe jetzt 5. Na schön. Ist schön. Dominant Rare. Ist das. Ne, Matrone Hagata, okay, dann weiß ich nicht, wie man hinkommt. Da ist nur einer. Ach, guck mal. Ich muss näher ran. Meine Klingen sind bereit. Gibt es Overkill für einen Schuppel? Ne, für zwei Schuppen. Ich brauche ein Ziel. Ah, okay. War eine zu viel. Kann man mit leben. Das ist ein Weg zurück. Wobei, ist auch nur geradeaus. Gibt schon was. Ah, ich glaube, jetzt müssen wir noch Wasserelementare kennen. Danach noch irgendwie eine Sache holen. Irgendwie soweit. Ich weiß es nicht. Der Hochberg wird nicht fallen. Übers Wasser. Töte 12 Mana verderbte Wasserwesen und alles ins Reine bringen. Besiegt die Verderbnis des Erzwächters. Verwendet den Reinigungsritualfokus, um die Quelle der Verderbnis zu finden. Meinetwegen auch das. Ich glaube, die folgen mir alle noch so weit. Oh oh. Sehen, wie hoch die mich gekickt hatten? Ja. Ich war schon fast auf Argus. Oh, schon wieder. Sieht voll witzig aus. Ja, weil die das halt alles auf, logischerweise auf die gleiche Position casten. Nur ein bisschen nervig. Ich kann ja auch gleich wieder runterspringen, aber es geht zweimal und dann ist vorbei. Richtig? Jupp, habe ich. Gut. Gehen wir mal zur Verderbnis. Auch früher meine Lieblingspriesterin oder so in Lich King oder Burning Crusade hieß Verderbnis. Und in Klassik war es Tamunir. Der hat damals das ganze Auktionshaus kontrolliert. Das war echt ein reicher Wichser. Der war aus meiner Gilde. Lass uns das Böse bezwingen, während ich gerade am Verrecken bin. Achso, das ist das Böse, was aus dem Haus kam. Der widerlich. Ich danke euch, Fremder. Die Wut, die Verderbnis ist fort. Jetzt muss ich mich um die Gewässer kümmern, die ich schon so lange vernachlässigt habe. Gibt es hier eine Abkürzung oder so? Ja, das sieht nicht danach aus. Doch, man kann hier doch bestimmt runterspringen. Jawollo. Geil. Man hätte ja auch den direkten Weg nehmen können, man kommt da nämlich auch hoch. Der Fluss. Ich hätte mal vor, das Mund. Hütet euch vor den Tiefen der Erde. Azursturz-Essenz. Schöner Name. Das war, ne? Gut, wir brauchen noch 5 Minuten, dann gehen wir jetzt noch den Teleporter aktivieren. Warte mal, ich glaube, wenn wir oben lang gehen, ist das schlauer. Muss ja irgendwo der Turm sein, mit dem man hochkommt. Hier vielleicht? Nee.
Ich hab den auf dem Hinweg noch gesehen. Ah, nehmen wir den so lange. Aha. Smarter Boy. Ich habe ein paar Musikwünsche für dich gefunden. Boy. Seitdem in deinem Paladin übrigens immer nur noch Boy. Feuerhase. Jetzt Boy. Sandeala. So. Sandeala. Das ist nur die Frage. Ach, da müssen wir auch noch die eine Sache holen, stimmt. Wir müssen da oben noch die das letzte Mana-Upgrade holen. Das können wir gleich im Laufen mitnehmen. Das ist irgendwo okay. Beim Teleporter. Bitte beim Portal. Lulululululululu. Muss uns hier erstmal durch. Ich warte mal kurz auf dich. Okay, eins ist schon mal direkt unter uns. Frage. Wie kommt man da hin? Ah, ich glaube, ich weiß nicht. Konstrukteur, bitte. Wird bestimmt so fancy klingen, ich hätte es einfach Luther oder so. Wahrscheinlich. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Dann müssen wir hier in die Ecke, die folgen uns alle noch. Reichweite. Ich muss näher ran. Der pusht sich doch eh gleich wieder auf. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wo hält er was? Konstrukteursmanipulator. Eine Heckfernbedienung. Lululululululu. Oh, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Oh, ich krieg ein bisschen aufs Maul. Du bist halt immer so weit hinter mir, dass hier schon wieder alle zurückrennen, bevor du überhaupt hier bist. Kommen wir dir entgegen. Keep running. Oh, guck mal, was hier vorne alles jetzt steht. Lauf einfach weiter. Ich habe keinen Bock, gegen die alle zu kämpfen. Mondfallhorst. Da. War das hier? Müssen wir gleich nochmal gucken. Mann, sind da viele. Da werden wir die Schutzkugel. So, hier ist der Teleporter. Mondwachen-Teleporter, Bright. Hier oben kann man bestimmt gut mal nachfahren.
Liegt so viel rum und hier ist nichts. So, gucken wir mal, wo der Endlosstein ist. Ah, okay, nach oben müssen wir weiter. Okay, das war nicht da unten. Der Fort ist geöffnet. I have opened the path. Entenleuchte wird lila. Ich glaube, ich habe es schon gefunden. Das wäre schön. Habe ich. Wunderschön. Unsere Magie wird euch zerbrechen. Und dann stellen wir weg und kommen wieder. Und rennen wir weg und kommen wieder. Sag mal! Links von mir. Erholt unseren Feind. Auf Englisch heißt die Quest Why can I hold all this mana? Can't hold my fucks. Und da hinten war auch irgendwas, ich erinnere mich gerade. Irgendwie. War da so eine Leylinienzuleitung? Ne, hier war so eine blöde Kirin Torquest, glaube ich nur. Ich glaube, das ist völlig sinnlos. Aber gucken wir lieber mal, wenn wir schon mal hier sind. Ja, wir sind jetzt 2 Minuten drüber, das passt. Na, hier müsste eine Kirin Torquest immer sein. Ja, die ist da an der Klippe. Das ist nur die Frage, wo ist diese Leylinie? Naja, machen wir beim nächsten Mal. Aber dann können wir gleich nochmal hier runterfliegen. Ah, wobei, du kannst dann immer nur in eine Richtung levitieren, Mann. Warte mal, da oben ist eine fette Schatztruhe. Ja, du kommst hier nicht hoch, aber ich... Das ist die Frage, wie kommst du hier hoch? Ja. 50 Uhr altes Mana und ein bisschen Artefakt gemacht. Kannst du da hochlaufen? Nee, ne? Also wenn du so ein bisschen zappelst vielleicht. Na okay. Gut. Ich flieg mal kurz runter und guck mal, ob ich die Hülle finde für den einen Leyline Bling wenigstens. Die müsste ja hier irgendwo drunter sein. Aber wo war denn der Haupteingang? Der ist hier, ne? Ja. Muss halt die Hülle da vorne irgendwo sein. Ja, ist er, glaube ich, auch. Leystation Mondfall. Klingt richtig. Der Eingang ist ein Stück hinter der Brücke, wenn du daran vorbei levitierst. Ich bin außer Reichweite. Leystation Mondfall. Uralter Werkstatt, fokussiert Kristall. Sieht aus, als hätten die Ettin diesen Gegenstand weggeworfen, als sie die Leyder-Schlüssel stahlen. Hat mich auch noch was holen, oder was? Achso, den hat der Ettin da drauf. Na gut, dann holen wir den noch schnell. Kann ich die Quest teilen? Nope, musst du dir selber holen. Macht auch Sinn, wenn er sagt, der Leyder-Schlüssel fehlt. Ja. Hier, genau unter dir jetzt zu kümmern. Ich warte dann beim Herrn Ettin. Läuft er nämlich schon, das war nämlich Krawumpel Stumpfkracher. Das könnte auch so ein Name aus Beard sein. Ja. Vorzugsweise einer von Lasse Blutens Verwandten. Lasses Vater heißt übrigens Helge und Lasses Bruder heißt Wolle. Wolle Bluten? Verstehst du?
Und Helge war tatsächlich wegen Nils. Bist du Helge Schneider? Ja, mein Vater hieß Helge, hat Eddie dann gesagt. War jetzt kein Spoiler. Ja. Kommen wir mal ran. Ich muss näher ran. Ich glaube, den nicht. Sein Skill heißt Römisch und Verhang. Ich hoffe, er kann auch speisen. Er kann nur Spalter 4. Ich hoffe, es hat gezählt. Jo, scheint so. Gott sei Dank. Jo, hat es. Warte mal. Wenn wir schon hier sind, komm, die eine Minute haben wir jetzt noch. Wir können ja beide runterschweben, also das tut nicht weh. Hier ist übrigens meine Hass-World-Quest, die Koch-Welt-Quest. Da muss man hier mal hoch und ich habe diesen Weg hier nie gesehen. Denn hier hinten ist so ein Basilisk, der heißt irgendwie Rösti oder so. Warte mal. Der ist gar nicht da, okay. Der heißt aber so, der hat so einen ganz blöden Namen. Ich habe diesen Spalt hier nie gesehen. Ich bin immer, wenn du dran vorbeiläufst, siehst du das nicht. Dann bin ich immer hier hoch und dann, hä, nee, ich bin schon zu weit. Hä, muss ich in eine Höhle rein? Muss ich auch bei WoW halt gucken. Einmal unaufmerksam gewesen im Leben. Vorsicht hier. Alter, ist da ein Umweg. Zu der Hude, Hude, Hude. Das ist zu weit. Ich bin nicht mehr mein Schild runtergeschlappt. Ich brauche ein Ziel. Ach, nu. Rotes Orligal. Dieses von Kunsthandwerker Orligal für die hohe Magistris erschaffene Eier sind bei der Lieferung vom Palast verlangen. Ach, das sind quasi, wie heißen diese Eier von Fabergé-Eier. Fabergé-Eier, genau. Die haben französisch Namen, sind die nicht irgendwas Russisches? Wollte das nicht immer einen Zar haben? Ich glaube, das hat irgendwann mit einem Zar zu tun. Zar Peter? Ja doch, Zar Peter. Weiß ich wegen Sif, bin ich mir sicher. Wenn es Wissen aus Sif ist... Na, vielleicht war es ja irgendwie mal ein Gastgeschenk von Franzosen gewesen, dass sie ihn damit angefixt haben. Ich hab mir gedacht, scheiße, ich bezahle alles. Ist mir egal, mach mir mehr Eier. Ja, die gab es ja irgendwie für alles irgendwie. Den hat er irgendwie zum Geburtstag eins gekriegt. Ich glaube, das war Zahnbohrer. Domi hustet erstmal ab. Ich glaube, das war Zahnpeter, dass er irgendwie zum Geburtstag, denn irgendwie russischen Nationalfeiertag, Tochter geboren und dafür gibt es halt alle. Ich bin aus der Reichweite. Die haben alle irgend so eine Bedeutung. So. Finden uns noch drei, die machen wir beim nächsten Mal. Wo auch immer das Ding von der Mondwache ist. Ich glaube, das ist ein Stück weiter her unten. Aber ich weiß es leider nicht mehr. So. Wir wären dann fertig für heute. Ich ziehe nur schnell noch in meine Ohrenzanne. Schnell mal verkaufen. Ah, ich habe meine Artefaktforschung gar nicht abgeholt. Oh Gott, die muss ich noch schnell abholen. Ganz schnell. Tätig statt tun. Ich muss näher ran. Ich habe alles. Minuten, 50 Sekunden. Ildan kennt den Wesen. Nicht selbst du. 4 Minuten und 10 Sekunden betrogen. Da reden wir über Zar Peter und schon habe ich Kalinka, Kalinka im Kopf. Na, so schnell kann es gehen. Das ist immer die Mucke, wenn du mit Russen spielst, also in Civ. Also halt immer die
nicht nur deine eigene Mucke, sondern halt alle Musikstücke von den Völkern, mit denen du gerade zu tun hast. Einfach Hankalinka, Kalinka. Vielleicht kann ich das bei Deutsch machen. Ich sollte Bela Dämmerklinger abziehen. So, dann nehme ich jetzt mal wieder Kane mit. Die Illidari sind unaufhaltbar! Und Mission. Welche nehmen wir? Welche geht nicht so lange? Hier, 5 Stunden. Meine Klingen sind bereit. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Ich habe 2000 Rams gefunden, so ich kann mich in abholen. Aufhören und mich fertig. Jetzt hier die Frage aller Fragen. Welcher seid das Forschungsteam da also? Dass auch beide Seiten verdammt nochmal gleich aussehen. Die Hoffnung, dass sie beim zweiten Mal nichts droppen oder wenn dann nur meinen Skin, aber irgendwie will das nicht. Azeroth darf nicht fallen. Ja gut, Questbelohnung brauche ich jetzt nicht mehr, dann kann ich ja hier umforschen. Vertraut so. Auf Fürst Elias Plan. Ne, andere Seite noch schnell die Waffe, Mann, super fertig. So, du musst jetzt hochfahren. Hätte ich wohl tun müssen. Ja, tut mir auch nicht leid. Noch 2 Level, dann habe ich meine Waffe nicht auf Max-Level, aber auf. Habe ich alle Talente, dann kann ich nur noch dieses generische Talent-Skin, was irgendwie meine Ausdauer erhöht. So, gehe ich jetzt noch nach Superman und mache meine Weltquests hin? Ich glaube schon. Wir sind fertig für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Hoffentlich, Domi, bis dahin rufe ich. Ich bezweifle es jetzt schon. Mach auf jeden Fall die Kirin Tor Weltquests und wenn du genug Ordensressourcen hast, mach auf deinem Handy die Mission, wo du Rufmarken kriegst. Um dir, sagen wir mal, geistige Gesundheit zu ersparen. Und mit dieser Anekdote, mit dieser Lebensweisheit ist, glaube ich, das bessere Wort. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüss.